zum Podcast Self Leadership, die Kunst, dich selbst zu führen. Mein Name ist Martina Sattler und in der heutigen Podcast-Folge darf ich dir einen ganz tollen Gast vorstellen. Es ist Christian Lade, mit dem ich gesprochen habe. Christian Lade ist Gründer von Weltweit Wandern. Du kennst ihn vielleicht bereits. Er ist selbst begeisterter Wanderer, Buchautor von bereits 3 Büchern und in der heutigen Podcast-Folge spreche ich mit ihm über nicht nur über seinen ganz persönlichen Weg, sondern auch ganz generell, was dich oder mich unterstützen kann in der Natur und beim Wandern, um in die Kraft zu kommen, wie du dich einfach stärken kannst und dein Wohlbefinden im Alltag generell steigern kannst. Wir sprechen auch über die verbindenden Elemente von Wandern, jetzt nicht nur gegenüber anderen Menschen und anderen Kulturkreisen, sondern auch gegenüber anderen Tools wie der Meditation und wie ähnlich die beiden Komponenten wirken. Und ganz wichtig, wir sprechen auch über die kürzlich gestartete Initiative von Christian Lade, die so heißt Natur bewahren und genießen, zum Thema Alpen-Overtourismus. Er hat kürzlich auf seinem Blog alles dazu veröffentlicht, gestartet hat die Initiative im März und es sind bereits so erste Lösungsansätze entstanden mit allen Beteiligten integriert, das muss man sich mal vorstellen, um die Naherholungsgebiete von dieser Überfüllung in einer Art und Weise nicht zu befreien, aber diese Erfüllung für alle, Überfüllung und Erfüllung für alle zu schaffen, indem die unterschiedlichen Interessen auch der Natur vor allem berücksichtigt werden und die Erholungsqualität in der Natur sozusagen auch für den Menschen erhalten bleiben kann. Eine tolle Initiative, über die wir auch im Podcast sprechen werden und über die du mehr auch auf seinem Blog Christian Lade erfahren kannst. Du findest alle Links auch in den Shownotes und ich wünsche dir jetzt schon ganz viel Freude mit der Podcast-Folge. Lasse mir gerne deine Gedanken und Kommentare da, verbinde dich mit dem Instagram-Account MMPR Inspiration und nutze dort die Kommentarfunktion und du kannst dich auch direkt auf der Website mit deinem Kommentar verewigen oder deine Gedanken dalassen oder auch ganz persönlich per Mail an jetzt@martinasattler.com schreiben. Ich freue mich über den Austausch. Ich freue mich, wenn dir die Folge auch weiterhilft, dich zu stärken, auch gerade in der Selbstständigkeit oder als Unternehmer gestärkt durch die Herausforderungen gehen zu können. Da gibt es einige Tipps in der aktuellen Folge. Und so wünsche ich dir ganz viel Freude mit der Folge. Vielleicht auch noch ganz einen wichtigen Hinweis vorweg noch zum Thema Yoga Me. Es wurden ja bereits dieses Jahr 2 sehr kraftvolle Online-Programme gestartet, zwei sozusagen auch Reisen, Reisen zu dir selbst, wo du in 9 Tagen oder in 21 Tagen gewisse Prozesse starten kannst, für dich vertiefen kannst und wo du die Möglichkeit hast, dich auch stärker mit dir und deinem eigenen Weg zu verbinden. Nutze die Möglichkeiten und schau mal rein unter experience.yoga-me.at. Und jetzt starten wir tatsächlich in die Folge. Viel Freude mit der heutigen Podcast-Folge Wie Wandern verbindet. Sehr, dass ich heute mit Ihnen, Christian Lade, ein Interview für diesen Podcast Self Leadership führen darf. Und es geht auch heute um das Thema natürlich Selbstführung, aber auch um das Thema Natur und wie man die Natur dazu nutzen kann, auch ein bisschen um in die eigene Kraft zu kommen, was natürlich auch so ein Thema ist. Aber vielleicht vorweg noch, herzlichen Dank für die Einladung, herzlichen Dank für die Möglichkeit. Und Christian Lade ist Gründer von Weltweit Wandern, einem sehr renommierten Wanderreiseanbieter, mehrfach ausgezeichnet im deutschsprachigen Raum und
nicht nur das, sondern auch selbst sehr aktiver Wanderer. Ich glaube, in den letzten 40 Jahren, wenn ich richtig gelesen habe, so an die 50.000 Kilometer zurückgelegt. Ja, das steht, glaube ich, sogar hinten am aktuellen Buch drauf. Und der Mann weiß, wovon er spricht, wenn es auch um das Thema Natur und Wandern geht. Und so freue ich mich sehr, heute die kommenden Minuten zu nutzen, um einzutauchen in das pure Wissen. Und wie wir eigentlich heute zusammengekommen sind, das möchte ich auch noch ganz kurz vorweg sagen. Christian Lade hat auch einen Blog, den er regelmäßig befüllt, und auf den bin ich gestoßen. Und da war das Thema Overtourismus, Alpen-Overtourismus, das auch aufgrund der aktuellen Situation extrem gestürmte Naherholungsgebiete und wie diese dann eben auch in diesen Konfrontationen zwischen den unterschiedlichen Anspruchsgruppen agieren. Und da hat Christian Lade auch eine Initiative gestartet, nämlich die Initiative Natur bewahren und genießen. Und so, bevor wir jetzt da noch ganz tief eintauchen, würde ich Sie mal bitten, sich einfach so ganz kurz in dieses Thema vielleicht auch gleich hineinzugehen und halt auch die Themen mit hineinnehmen, die Sie jetzt auch in Ihre vielleicht noch kurze Vorstellung geben wollen. Herzlichen Dank. Ja, danke. Danke für die tolle Vorstellung. Nein, ich freue mich selber auf das Gespräch, weil für mich ist es auch immer interessant, so ist das Gegenüber ist immer anders und so mein Herzthema, das Wandern und was macht es mit einem im Kopf und welche Bewegungen gibt es im Innen und Außen zu beleuchten, das mag ich einfach total gern. Mhm. Das Medium-Podcast liegt mir auch, weil man einfach so entspannt miteinander gut reden kann. Ja, was hat es mit dieser Initiative auf sich? Gemeinsam Natur bewahren und genießen. Ich bin einfach sehr viel in den Bergen unterwegs, während der Corona-Zeit, wie viele andere umso mehr und als Reiseveranstalter noch mehr, weil wir halt doch wenig Reisen veranstalten konnten im vergangenen halben Jahr. Und da ist mir einfach aufgefallen, volle Parkplätze, teilweise halt Verhalten, das ein bisschen bedenklich ist, mit Müllproblemen, zu viele Leute an sehr sozusagen an bestimmten neuralgischen Punkten. Und da habe ich einfach mir gedacht, da möchte ich jetzt einfach was tun. Nicht aus dem Aspekt, mehr Regeln aufzustellen, sondern auf dem Aspekt, dass dieses in die Natur hinausgehen so was Wertvolles ist, so was Wichtiges ist. Und das möchte ich nicht, dass das kaputt wird. Also indem da jetzt punktuell an Wochenenden in gewissen Gegenden einfach zu viele Leute mit dem Auto auf zu kleinen Parkplätzen sind, kann dann gleich einmal zu Verboten, zu Abwehrreaktionen, Einfahrtverboten, Schranken, und das wollte ich eigentlich verhindern. Und da gilt es dann aber doch, Spielregeln aufzustellen, also Dinge, an die man sich haltet, zum Wohle von allen und vor allem, um diesen Zugang zur Natur zu bewahren. Mhm. Ja, und da geht es ja auch stark so um die Bewusstseinsbildung dann letztendlich, wie Sie es jetzt gerade angesprochen haben, weil diese Regeln aufstellen, die müssen ja auch irgendwie von den unterschiedlichen Anspruchsgruppen so wirklich so tief verinnerlicht werden. Ja, voll. Und sozusagen, na klar machen wir das so. Und ich bin selber auch am Land aufgewachsen, meine Eltern haben eine Landwirtschaft, und für mich war vieles auch in der Natur komplett selbstverständlich. Ja, genau. Und es ist, glaube ich, doch auch ein bisschen, ein Thema, weil wenn man gar nicht oft weiß, was man eigentlich da an Regeln beachten soll, beziehungsweise ist es vielleicht auch so ein Thema, wie komme ich selbst zu diesen Regeln? Na voll, und vor allem, es gilt auch nicht immer die gleiche. Ja. Also wenn jetzt zum Beispiel in der Woche 3 Wanderer in ein schwedisches Einsamkeitsgebiet gehen, dann können die natürlich dort zelteln
vielleicht sogar jagen oder was auch immer in der Wildnis. Wenn jetzt am Tag 300 Leute durch den Wald marschieren, gelten andere Regeln. Da kann dann niemand mehr dort zelteln. Also es ist ein bisschen anders am Wochenende, wo sehr viele Leute sind. Es ist ein bisschen anders unter der Woche. Und was mir so wichtig war bei dieser Initiative, ist wirklich, dass man allen Parteien, allen sozusagen Stakeholdern eine Stimme gibt. Also wir hatten das Glück, dass wirklich Jäger, Vertreter der Jagd, Vertreter von Grundbesitzern, Vertreter von alpinen Vereinen, von Outdoor-Sportlern, also es war wirklich sehr breit und ich finde so eine Diskussion über Regeln und Natur bewahren und genießen braucht so eine Breite. Mhm. Weil es geht nicht, dass nur die Waldbesitzer die Regeln aufstellen, aber es geht natürlich auch nicht, dass nur die Outdoor-Sportler bestimmen, wo man hin darf. Und natürlich gibt es dann auch den Naturschutz, die Tiere, das Tierwohl, die Pflanzen, die Natur braucht eine gewisse Ruhe in der Nacht. Und da haben wir mit einigen Arbeitsgruppen eigentlich, denke ich, mir das Thema sehr gut beleuchtet. Mhm. Machen jetzt gerade nächste Woche dann ein Paper draus und werden das dann noch weiter verschicken. Und ich denke mir, da waren wir jetzt echt auf einem guten Weg. Also es haben an die 60 Leute an vielen verschiedenen Arbeitsgruppen mitgemacht und wir sind da ordentlich weitergekommen, ein Stück, ja. Also das ist so großartig und ich denke, das ist auch etwas, was Sie so auszeichnet, dass Sie so Dinge so angehen können oder anpacken können. Also wenn man so ein bisschen Ihre Historie auch betrachtet, so dass Sie dann die Initiative ergreifen und die Menschen auch entsprechend so connecten, zusammen. Ja, das ist so ein bisschen das vielleicht Unternehmergehen, so, also nicht nur drüber reden, sondern wirklich was zu tun, was zu starten. Wobei aber diese Initiative, ich bin jetzt nicht Fachmann für Besucherlenkung oder kenne mich jetzt wenig aus, was die Verkehrsvorschriften beim Parkplätzen und so weiter. Aber mein Ding, meine Qualität, so meine ich, ist es doch, Menschen zusammenzubringen, was zu organisieren. Das ging heuer auch ungleich leichter, also so eine Initiative mit 60 Leuten von Alpenverein bis Landespolitik, von Steiermark Tourismus bis Jagdvertretungen, hätte man in der Vor-Corona-Zeit nicht einfach so zusammenbringen können. Wir haben das über Zoom Termine gemacht, dann, Dienstagen Nachmittag um 16 Uhr haben ganz viele Leute dann Zeit gehabt. Und da waren echt ganz, ganz tolle Diskussionen mit einer sehr, sehr breiten Menge an Fachpersonen, an Fachmenschen. Ja, super. Das ist wirklich großartig. Und wenn Sie jetzt so auch Zuhörer angesprochen fühlen, da vielleicht selbst noch einen Beitrag zu leisten, oder ich glaube, da geht es in Richtung Kommunikation, in Richtung Verbreiten von allen dem, was da auch. Ja, also wir haben zum Beispiel eine der Arbeitsgruppen ist so unterwegs, eine Informationskampagne zu machen, also weil sowohl der Alpenverein als auch die Naturfreunde, als auch wir hatten auch Betreiber von Facebook-Forum Skitouren Steiermark zum Beispiel dabei, haben gesagt, das wäre super, wenn wir Inhalte hätten. Ja. Und da sind wir jetzt gerade dran, so Kampagnen kleine zu entwerfen, die man dann ausspielen können, wo macht man einen Skitourenkurs, wo man ein bisschen was über Verhalten in der Natur und Lawinen, also die sozusagen Anbieter von Plattformen sind ja total glücklich, wenn sie Inhalte haben. Ja. Wir wollen auf den Sporthandel zugehen, also wir haben da einige gute Ideen und ich hoffe, das verbreitet sich dann noch mehr. Mhm. Und wenn man Informationen haben will, Sie haben sehr richtig angesprochen, ich habe einen Blog, auch unter wanderwissen.com oder blog.lade.com findet man einfach dann die Informationen und kann sich dann über Kommentare oder E-Mails dann dort einklinken. Ja, das ist super, das ist großartig. Ich glaube, es ist ganz wichtig, weil es immer mehr Menschen gibt, die schon auch tun wollen und handeln wollen. Und weil wir vorher ein bisschen so über diese Bewusstseinsbildung schon gesprochen haben und so das Thema
Regeln verändern sich immer wieder. Ja? Also es ist nicht, heute ist das und das gilt dann immer. Regeln verändern sich immer in der Natur oder mit dem Umgang, im Umgang mit der Natur. Darf ich kurz unterbrechen? Ja, es ist ja lustig, ich muss ja auch mich selbst reflektieren. Also ich komme quasi, also mein Outdoor-Sport hat im vorigen Jahrtausend begonnen. Und wie ich Jugendlicher war, so vor 40 Jahren, da hat es fast niemanden gegeben, der in den Klettergebieten um Graz herum unterwegs war. Das sind sensible Naturräume, sehr wenig Skitourengeher gegeben. Und auch ich muss mich jetzt irgendwie auch umstellen, wenn mehr Leute unterwegs sind, dann muss man auch sich selbst anders draußen in der Natur verhalten. Das heißt, so diese eingesessenen alten Kletterer oder Skitourengehenden, die müssen sich dann auch ändern, weil wenn einfach mehr Leute unterwegs sind, muss man einfach sensibler und noch ein bisschen vorsichtiger auftreten. Das ist einfach so. Also es ist auch für mich eine Umstellung jetzt. Ja. Und ich glaube schon, dass es auch ein bisschen so zu tun hat, wie kann ich auch in die Natur reinfühlen. Also ich sage mal so, weil Sie schreiben auch in dem Buch Wanderwissen kompakt, das ist übrigens Ihr drittes Buch, das Sie veröffentlicht haben. Ein Corona-Projekt, weil ich habe auch mich beschäftigt jetzt und mein Wissen einfach niedergeschrieben derzeit. Ja. Ja, das ist großartig, weil da gibt es so viele Checklisten auch drinnen. Also da kann eigentlich überhaupt nichts schief gehen, wenn man plant, eine Wanderung zu machen. Und das finde ich wirklich, wirklich... Ja, das ist ja lustig, die Checklisten sind deswegen, weil ich selbst ein eher chaotischer Typ bin und noch immer so vor jedem Wegfahren so ein bisschen Bammel habe und deswegen nutzen mir die selber so sehr. Also dass ich vor einer langen Reise hat man schon immer so das Gefühl, habe ich jetzt das Visum vergessen oder brauche ich jetzt noch die Speicherkarten für die Kamera und so weiter. Und auch beim Wandern, da ist einfach wichtig, wenn man ein paar Tage unterwegs ist, dass man dann wirklich alles mit hat. Ja, das hat mir aus dem Herzen gesprochen, weil ich ja auch eher vielleicht ein bisschen der sehr spontane, chaotische Typ bin und habe mir gedacht, ja, das ist wirklich super, also da kann ich reinschauen und dann weiß ich, Europax ist vielleicht wirklich auch ein Thema. Das kann eine Hüttentour quasi wirklich retten, wenn man im Schlafsaal übernachtet und man hat die Klassen Europax, wobei es geht dann auch mit Taschentüchern, aber die Europax sind besser für die Nachtruhe, ja genau. Okay. Ja, vielleicht kommen wir dann ein bisschen später noch auf die Wandertipps zurück. Aber ich möchte jetzt vielleicht gleich einmal so ein bisschen tiefer reingehen in Ihren Wanderweg, weil das jetzt schon so irgendwie sich so ein bisschen offenbart. Und wenn man so in Ihrem jetzt aktuellen Buch Wanderwissen kompakt klettert, da kommen ja in einem gleich so Schlagwörter ins Auge wie Geist und Körper, die sich anpassen, Sinne und Wahrnehmung schärft sich und man passt sich dem Rhythmus auch an der Natur. Es ist eine Kraftquelle, es erweitert den Horizont und so weiter. Also Sie haben sozusagen vor 40 Jahren auch mit dem Wandern tatsächlich begonnen, aber beim Wandern haben sich Ihnen ja auch Dinge offenbart, die Sie dann unmittelbar auch genutzt haben, um das Unternehmen Weltweit Wandern zu gründen. Und vielleicht können Sie uns so ein bisschen auf diese Reise mitnehmen. Damals, glaube ich, auch nach Ladakh, nach Indien. Ladakh, nach Nepal, Indien, ja genau. Wo dann eigentlich diese Entscheidung auch gefallen ist, ja, ich gründe das Unternehmen, um auch hier dieses Projekt, diese solarbeheizte Dorfschule umsetzen zu können. Ja. Und vielleicht auch so ganz generell dieser Wanderweg, Ihr persönlich. Das ist jetzt ein großer Bogen. Schauen wir mal, dass wir den kurze Happen. Ich versuche das jetzt, dass es nicht ein zu großer Bissen wird. Ja, also Wandern ist für mich immer ein Forschungsprojekt gewesen, im Innern und im Außen. Also ich bin früher schon draufgekommen, dass das Wandern genial ist, um eine andere Landschaft kennenzulernen. Also Sie haben es ja angesprochen, ich war dann nach meiner Matura in Ladakh unterwegs, das ist in Nordindien, ich war in Nepal unterwegs und ich habe gemerkt, wenn man geht, dann kommt man den Menschen einfach näher, weil man ist nicht durch eine Busglasscheibe oder durch irgendwas getrennt, sondern man geht nebeneinander, man kann sehen,
riechen, fühlen. Und wenn man ein paar Stunden mit jemandem geht, dessen Sprache man nicht teilt, kriegt man trotzdem einfach so wahnsinnig viel mit. Also es ist einfach zum Kennenlernen einer anderen Kultur, ist es dort zu gehen, so eine Strecke merkt man sich dann ewig. Und mit jemandem zu gehen, vertieft einfach eine Beziehung total. Aber es ist auch eine Reise nach innen, also man lernt auch sich selbst kennen. Also ich gehe wahnsinnig gerne mit Leuten, da redet man und kriegt dann oft fast ein bisschen zu wenig von der Gegend mit, aber ich gehe wahnsinnig gern natürlich alleine, wenn ich irgendwelche Gedanken habe oder was ausbrüte. Kleines Bücherl ist oft dabei und einfach so zum Nachdenken oder einfach so auch zum Nichtdenken und einmal den Geist mit den Blättern, dem Himmel, dem Wind einfach einmal so durchzulüften. Also Wandern kann so vieles. Und um jetzt diese lange Entstehungsgeschichte kürzer zu fassen, ich habe dann einfach gemerkt, da entsteht so eine unglaubliche Kraft im Kennenlernen einer anderen Kultur, rausgehen, zu wandern und habe das so für mich als ganz starke Kraftquelle, Inspirationsquelle entdeckt und habe gemerkt, ja, es liegt mir auch meine Begeisterung, wenn ich nach Hause komme, dann mit anderen zu teilen, habe dann dir Vorträge, Multivisionsvorträge gehalten und habe einfach Menschen erzählt mit meinen Bildern, mit Geschichten, mit Tonaufnahmen. Schon sehr früh hatte ich so Kassettengeräte mit und habe Töne aufgenommen vom Wind bis zum Mönchsmurmeln und vom Wassergeräusch bis zu irgendwelchen Interviews vor Ort. Und so habe ich halt so Geschichten mitgebracht. Und dann entstand halt so der Wunsch von vielen und das dann natürlich durch Organisation unterstützt, da auch mit mir zusammen auf so Reisen zu gehen. Und so, das war so quasi vereinfacht gesagt so der Ursprung, Ur-Ursprung von Weltweit Wandern. Andere einfach mitzunehmen und das zu teilen, was man selbst gefunden hat vor Ort in den verschiedenen Ländern. Das finde ich so schön, dass Sie so sagen, dass dem anderen ein Stück auch davon zu geben, das ist irgendwie so auch so dieser vielleicht Herzensweg, irgendwie dem anderen so ein Stück davon zu geben, was man selbst so als so kraftvoll erlebt hat. Ja. Also ich habe schon so, es war vielleicht auch so eine, es kam schon auch nicht aus der totalen Harmonie bei mir heraus, aus einer Spannung, dass ich halt so als junger Mensch so auch selbst wie viele meinen eigenen Weg gesucht habe, nicht gewusst habe, welche Ausbildung ist die richtige, wo ist mein Platz in der Gesellschaft, ich möchte was bewegen. Also all diese Fragen, die sich viele stellen, so im Aufwachsen, konnte ich auch nicht richtig gut beantworten, muss ich sagen. Ich war so ein Suchender, ich habe viel gelesen, habe dann gemerkt, beim Reisen, da tut sich was auf. Und so habe ich einfach gefunden, wow, einfach eine andere Kultur zu ergehen, zu erleben, dort Freundschaften zu schließen. Sie haben schon angesprochen, ich habe dann ein Projekt gestartet, die Solarschule, eine solarbeheizte Schule im Himalaya. Das war eine super Diplomarbeit für mein Architekturstudium. Da konnte ich sozusagen Zeugnisse dafür ergattern und sogar ein kleines Stipendium damals war möglich, das mir ermöglicht hat, quasi noch einmal dorthin zu fahren und das intensiver kennenzulernen und das Ganze dann zu teilen und mein Netzwerk, und das immer wieder, wie am Anfang erzählt, bei dieser Initiative, es liegt mir einfach total, Menschen zusammenzubringen. Und am schönsten ist es, also hier bei dieser Initiative gemeinsam Natur genießen und bewahren, sind es halt vom Jäger bis zum Förster und zum Alpenverein. Und bei den Reisen ist es halt der Dashi aus dem Nubratal in Nordladakh hinter den Bergen mit der, weiß ich nicht, Maria aus der Obersteiermark oder dem Gerald und die miteinander sozusagen dann was erleben zu lassen. Oder ich bin dann auch sehr gerne dabei. Also einfach Menschen zusammenzubringen,
Austausch zu initiieren. Das ist einfach was Wunderschönes und man kann immer voneinander lernen, wenn alle sich öffnen und man quasi ein Stück des Weges geht, beobachtet, wie tut der andere, was ist der andere, was singt er vielleicht, wenn er am Abend Spaß hat. Da kann man einfach unglaublich viel von einer anderen Kultur lernen, jenseits von Jahreszahlen, Geschichte, Herrschaftsepochen. Ist auch ganz nett, aber es sind ja oft diese kleinen Sachen, Handbewegungen, Bräuche, wie isst man, wie feiert man, wie heiratet man, und das erfährt man auf so einer Wanderreise natürlich ganz super schön. Ja, das ist sehr spannend. Ich habe ja auf Ihrer Seite auch gesehen, unter der Statistik ist es, glaube ich, drin, dass einige Beziehungen auch geschlossen wurden während der Wanderung. Also sie erheben. Ja. Wobei, wie ich jetzt gesagt habe, die Maria und der Taschi, das war jetzt nicht so zusammenbringen, aber es passiert durchaus. Also wie gesagt, unsere Marokko-Reisen fußen auf einer Liebesbeziehung zwischen der Brigitte aus der Schweiz und dem Lahusin aus dem Hohen Atlas. Also die Krankenschwester aus der Schweiz ist dann irgendwann einmal in Marokko geblieben und solche Dinge passieren halt und sind natürlich wunderschön, wenn sowas dann auch quasi zu Wanderungen führt und zu tollen Unternehmen in Marrakesch wie unsere Partner in Marokko. Ja. Ich fühle auch irgendwie so raus aus diesem, ich bin jetzt vielleicht in der Schweiz zu Hause und beheimatet, so, es macht irgendwie alles größer. Es bringt so wirklich eine, sage ich mal, globale Sicht. Ja, so eine weltweite Verbundenheit, wobei man muss jetzt schon sagen, in den Details gibt es dann auch Konflikte, Konfrontationen. Wie ist meine eigene Pünktlichkeit mit dem sehr laissez-faire in Marokko zusammen und was hat das eine für Vorteile, was das andere ist? Also es darf schon auch und tut auch schon reiben, aber gerade solche Dinge, die sind ja dann auch spannend. Also so, da geht man natürlich schon durch auch an eigene Grenzen, gerade in Partnerschaften merke ich es, weil ich den vielen unserer Partner natürlich sehr nahe, das ist eine sehr freundschaftliche Art, Reisen zu gestalten, und aber das sind natürlich spannende Beziehungen und Kulturbegegnungen. Die Reibung ist ja letztendlich auch das Wachstum oder das, was uns dann letztendlich ja auch weiterbringt, weil durch die Reibung verändert sich in uns etwas oder es wird etwas vielleicht auch abgerieben. Abgerieben, gechallenged, hinterfragt, aber durchaus vielleicht auch oft. Also wie gesagt, meine Heimat ist mir oft im Ausland näher als in der Heimat. Also ich habe dann einfach im Miteinander singen, also in anderen Ländern wird viel häufiger gesungen, merkte ich, als in Österreich. Und dann habe ich einfach angefangen, Bob Dylan und Beatles singen ist eh nett, da kann ich viele Texte aus meiner Jugend. Aber was sind so die steirischen Lieder? Und dann habe ich eigentlich durchs Reisen in den Himalaya angefangen, steirische Lieder zu lernen, damit ich dort auch was zu singen habe. Also die Heimat kommt dann quasi in der Fremde, wird einem vieles zu Hause noch ein bisschen klarer. Was ist es, Österreicher zu sein? Und auch, dass man Dinge sehr schätzt, wie unser Gesundheitssystem, eine Waschmaschine, ein Geschirrspüler. Solche Dinge schätzt man dann auch mehr, wenn man quasi dann einige Monate im Staub und im Dreck verbracht hat. Das ist ganz sicher so, aber wahrscheinlich auch dadurch, dass man aus dem eigenen Kollektiv, in dem man die ganzen Verhaltensweisen so ein bisschen auch eintrainiert hat und die Glaubenssätze, die einfach auch für die ganze Gesellschaft gelten, kann es möglicherweise sein, dass durch dieses Veränderung, also so nehme ich das beim Reisen dann oft wahr, durch diese Veränderung gehen dann Dinge auf und dadurch sehe ich möglicherweise auch mein eigenes Sein, dass ich zu Hause habe. Ganz anders. Ne? Zu Hause verhalte ich mich halt so, weil alle anderen das auch tun und dann plötzlich bin ich der Einzige, der sich so verhaltet und dann denke ich mir, wieso mache ich denn das jetzt eigentlich so? Und das ist ja der große Reichtum einer Reise, dass man einfach sieht, es gibt hunderte, tausende, ich möchte jetzt nicht sagen Millionen Arten zu leben, glücklich zu sein, mit seinen Partnern umzugehen, und auf Reisen hat man einfach die Chance, so in andere Leben
und andere Kulturen reinzuschauen. Mhm. Und es sind nicht immer nur die exotischen Kulturen, sondern das ist der coole Bergbauer aus Salzburg, der seinen Hof verkauft hat und in Tibet herumreist. Und da denkt man sich, wow, da gibt es irgendwie 70-Jährige, 75-Jährige, die machen coole Sachen. Das ist ein echtes Vorbild. Ja, und das lernt man auf Reisen dann eher kennen als in der Grazer Innenstadt, wo man dem nicht so sehr begegnet, dem Bergbauern aus Salzburg. Ja, das ganz sicher, weil vor allem ist er ja dann auch als solches ganz anders präsent, wenn er jetzt da auch vor Ort ist. Ja, genau. Und ich finde es so spannend, weil es irrsinnig viele Geschichten, glaube ich, gibt, die da im Außen auch zu beobachten sind. Aber das Außen ist ja so eine Sache, so dieser Einstieg auch vielleicht in die persönliche, wenn ich jetzt dorthin kommen kann, Weiterentwicklung, wo ich dann sage, ja, wo ist diese Kraftquelle auch in mir? Und das kann ja oft auch so dieser Einstieg sein. Und dann schaue ich so vielleicht auch ab und zu mal rein, okay, was ist eigentlich so meine Individualität auch? Was ist so, was jetzt dieser ureigene Weg in mir ist und so weiter? Und da wollte sie auch ein bisschen vielleicht auch fragen, wie Sie das sehen, oder welche Tipps Sie auch da weitergeben können, wo Sie sagen, ja, wie kommt man eigentlich zu dieser inneren Kraft, dass man einfach so weiß, wo der eigene Wanderweg auch irgendwie ist und dass man den dann auch so geht, ja, und egal, was die anderen machen oder welche Wege die gehen, man schaut diese Wege vielleicht auch einfach an, aber man bleibt schon auf seinem Weg und nutzt das, was man an Reflexion auch für sich hat, um den eigenen Weg zu vielleicht optimieren, was auch immer, oder den Herausforderungen anders zu begegnen. Aber man hat einmal diesen ureigenen Weg gefunden. Und ich glaube, das ist gerade jetzt auch in diesen Zeiten so unheimlich wichtig, irgendwie so einen Weg zu finden. Was ist da Ihr Zugang dazu? Was ist mein Zugang? Weg? Verleitet ein bisschen so, dass das so was ist, was in einer Geraden, also das Bild, der eigene Weg ist so was Geradliniges, der eigene Weg ist oft ein fürchterlicher Dschungel, besteht aus Verwirrungen und mein Zugang quasi immer wieder zu sehen, auf Lichtungen zu kommen und dann doch sozusagen ein Stück gemütlichen Weg zu gehen oder das Ziel klarer zu sehen, ist, ich habe schon irgendwann einmal jetzt so vor einigen Minuten erzählt, sind meine Bücherl, meine kleinen Heftchens, die ich fast immer mit habe und ich bin ein optischer Typ, wo ich einfach so aufzeichne, was sind jetzt so die Dinge, die mich gerade faszinieren, was sind die Dinge, die ich loswerden möchte oder die ich nicht so super finde jetzt gerade oder die mich stören oder behindern und da zeichne ich mir immer wieder so mein Leben auf, so was sind meine Projekte, was ist gut und immer nicht nur in den Problemen zu sein, sondern durchaus auch das Positive, also dem Raum zu geben. Und diesen Weg zu finden ist ein dauernder Prozess, weil nur jetzt als großes plakatives Beispiel, knapp bevor Corona angefangen hat, war ich quasi voll in meinem Element, neue Projekte zu starten und Marketingstrategien und Pläne für Reisen zu entwickeln. Und dann kam Corona und wir mussten auf eine ganz andere Firmenstrategie umbauen. Also da waren dann meine Ziele plötzlich irgendwie nicht mehr so aktuell in dieser Zeit. Also es muss sich auch immer dem Äußeren ändern, man muss sie anpassen. Und ich muss sagen, jetzt gerade diese Corona-Zeit hat mich gelehrt, wie wichtig die Natur ist, weil es ist schon, die Reisebranche ist nach wie vor, gerade jetzt mit weltweit Wandern, das ist schwierig, wird noch einige Zeit schwierig sein und deswegen so dieser Kontakt mit der Natur, das Gehen, das auch oft sich auszupowern, um auf andere Gedanken zu kommen, draußen zu sein, das finde ich unendlich wichtig, dass man nicht so in geistige Endlosschleifen
sich begibt und dort nicht so gut rauskommt. Also auszulüften, rauszugehen, andere Gedanken und da oft auch andere Menschen zu treffen, mit denen zu reden, das ist total wichtig. Und das geht draußen in der Natur einfach total gut. Ja, das ist ja oft so, wenn man wirklich einen harten Tag gehabt hat oder gerade eben solche Herausforderungen auch wirklich bearbeiten muss. Und dann, weil es ist von mir, wenn ich dann rausgehe und einfach in den Wald hinein und plötzlich werden gewisse andere Dinge fällt. Es öffnet sich einfach. Es kommt, also die Luft kommt natürlich jetzt nicht nur in die Lungen, sondern auch in die Gedanken und es wird, was vorher eng ist. Also auch wenn man ein bisschen höher hinaufsteigt und runterschaut, dann denkt man sich, bah, da unten habe ich mich jetzt gerade so aufgeregt über irgendwas, jetzt stehe ich da, das ist so klein da unten. Also allein so diese Analogien. Man steht oben, es ist weit, der Horizont öffnet sich. Das sind nicht nur so sprachliche Bilder, sondern das passiert dann auch im Kopf. Und deswegen, wenn man so über das Wandern redet, was sich so tut und die Gedanken, es ist eher was sehr Körperliches. Also die Gedanken werden frei, das klingt schon so verkopft, wenn wir da jetzt sitzen, aber wenn man geht, dann spürt man die freien Gedanken. Also es geht jetzt nicht um das Konzept der freien Gedanken in Worten und philosophische Betrachtungen, sondern ich gehe raus und und weiter. Aber die spürt, also dieses körperliche Empfinden von dem, das ist das Tolle am Wandern. Und das macht natürlich, Körper und Geist ist ja verbunden, das macht natürlich dann auch diesen geistigen Prozess der Weite. Ja, das ist ja auch ähnlich wie in der Meditation, weil ich glaube, das ist auch was uns vielleicht verbindet, Meditation. Da ist es ja letztendlich auch so, dass es darum geht, zuerst durch das Yoga oder durch Yoga-Asanas irgendwie auch diesen Geist zu spüren zu lernen. Ja. Also in den Körper zu kommen, zu sagen, okay, das sind jetzt meine Hände und ich konzentriere mich auf meine Hände und bündle einmal den Geist und dann auch wirklich in der Meditation zu merken, boah, ich kann eigentlich mich da wirklich lösen und komme da raus aus diesen Gedankenrädern. Und dann tut sich auch geistig was, ohne dass man es irgendwie mit Hirnenergie dort quasi hingedrückt hätte, sozusagen die Energie. Ja. Nein, also ich bin ja Jahrzehnte, möchte ich fast sagen, lang gewandert und dann habe ich erst quasi wirklich intensiven Kontakt mit Meditation bekommen in Nepal. Ich bin zu so einem langen Meditationskurs angemeldet und habe dann gemerkt, wow, das kenne ich eigentlich alles schon, weil eigentlich das, was man da lernt, das kenne ich vom Wandern. Das ist etwas, wenn man vor allem, also um jetzt ein bisschen zurückzuspringen, was empfehle ich Leuten, um das zu spüren, es ist schon gut, einmal viele Tage zu gehen. Also so ein Wochenendspaziergang ist super oder eine Bergtour ist toll. Aber wenn man so eine Woche geht, jeden Tag, und am dritten Tag ist man sehr müde, kennt man vom Skifahren, das ist immer der Pause- und verletzungsanfällige Tag, der dritte Tag. Aber wenn man über diese Schwelle von Müdigkeit dann hinausgeht, nach einer Woche gehen, dann möchte man am liebsten gar nicht mehr aufhören. Man wird immer stärker, der Körper wird fit, die Gedanken werden ruhiger, man ist entspannter. Und das ist das, was auch in einer langen Meditation passiert. Also es ist so, die Sinne werden klarer, nicht mehr so viele Gedanken, puh, was sind meine Pläne, was mache ich nächste Woche im Büro, hätte ich das letzte Woche anders gemacht. Also so Reflexion und Projektion sind einmal weg und man sieht das intensive Grün, das Blau, die Vögel, die Luft. Also so dieses unmittelbare Erleben des Hier und Jetzt. Passiert auf einer, kriegt man als Geschenk auf einer langen Wanderung sehr häufig einfach so selbstverständlich verliehen. Und dann ist eben die Herausforderung, man kommt zurück und wie hält man das dann? Oder gibt es da irgendwelche Tipps? Ja, da gibt es gute Tipps. Wir haben dann, also das habe ich eh viel für mich selbst oder wir Freunde, die selbst miteinander meditieren, haben eine Meditationsgruppe gegründet, dass man einfach jede Woche sich trifft
und gemeinsam meditiert und dann macht man es noch zwischendurch immer häufiger. Also es bedarf schon so einer Verpflichtung an der Freundesgruppe, an der Meditationsgruppe, wo ich mich anschließe. Mhm. Oder wenn ich jetzt vom Wandern rede, es ist ja auch oft so, man hat eine super Bergtour gemacht und dann versackt man wieder 2-3 Monate. Also sich einfach mit Freunden zu verabreden. Wir gehen jeden Samstag am Nachmittag eine kleine Spazier- oder Wandertour oder wir planen dieses und jenes. Also dass man sich das schon so ein bisschen im Leben reserviert, Termine macht und dass es einem einfach wichtig ist. Also Prioritäten auch einfach setzt. Ne? Setzt und es doch im Terminkalender eintragt. Ja. Donnerstag am Abend ist unser Meditationstag und da treffen wir uns und dann machen wir das einfach gemeinsam. Mhm. Und das haltet so eine gewisse so ein gewisses Level aufrecht. Weil es ist ja nicht so, ich gehe wandern, mache eine tolle Tour oder meditiere, habe sehr tiefe und weite Eindrücke und dann ist es so. Das geht ja dann wieder weg, leider. Also man muss es schon aufrechterhalten, so wie halt Musik, Sport. Man muss schon im Training bleiben. Absolut, bei allem. Ja, genau. Das erlebe ich auch so. Da muss man diesen Muskel wieder und wieder trainieren. Genau. Sonst steht man dann wieder da und ich weiß so, mein Einstieg in die Meditation, wenn man dann so, irgendwie kommen da und da und, und dann geht man eben auch irgendwie so, wie Sie es erzählt haben, so diese, der dritte Tag, das ist dann auch in der Meditation immer so, diese Schwelle, die geht man. Und möchte dann, man davonlaufen. und dann wie jetzt, ja. Ja. Wenn wir jetzt auch über das Wandern jetzt ganz, ganz, ganz stark und tief, wie eigentlich eh schon die ganze Zeit, aber auch reden, möchte ich jetzt noch gerne auch von Ihnen erfahren. Sie schreiben in Ihrem Buch auch, dass eine Ihrer Lieblingswanderdestinationen ist Madeira. Ja. Und da haben Sie auch ganz tolle Wanderungen möglicherweise gemacht. Ja, ganz viele, ja. Ja, vielleicht können Sie uns da auch so mitnehmen an eine besondere, sag ich mal, vielleicht auch Prozess oder Erkenntnis, die Sie gemacht haben. Also das ist so, dass Madeira hat für mich auch was mit Freundschaft zu tun. Da gibt es ein ausgewandertes Ehepaar, das mindestens 15 Jahre schon dort lebt. Also fast schon so lang, wie es unsere Firma gibt, Welt und Wandern gibt. Und mit denen uns wirklich so der Weg. Also die haben auch ganz klein dort angefangen, haben Wanderungen angeboten in Hotels und sind mit Gästen gegangen und dann haben wir uns schon sehr früh kennengelernt und haben so gemeinsam unsere Vision entwickelt, so besondere Wanderungen, sehr nahe bei den Leuten, einmal einen Levadero, also jemand, der die Wasserkanäle wartet, zu besuchen und zu schauen, wie dessen Arbeit ist und dass das wichtig ist, wie diese Wasserkanäle gewartet sind. Verschiedene Klimastufen zu bewandern und so hat eben Christa und Gerald dort mit uns gemeinsam, einfach seit 15 Jahren bauen wir dort quasi unsere Wandertouren aus und entdecken immer wieder gemeinsam Neues. Und vor 3 Jahren haben die ihren Lebenstraum wahr gemacht, quasi mit uns gemeinsam oder mit unserer Unterstützung und haben sich ein Grundstück gekauft und Gerald ist Künstler und hat dort wirklich liebevolle so Zimmer in kleinen Häuschen quasi mit wunderschönem Atlantikblick konzipiert und gebaut. Und seit 2,5 Jahren können eben unsere Gäste in der Quinta dos Artistas, in der Künstlerlandgut wohnen und es gibt einen liebevollen Koch, der dort für unsere Gäste kocht. Also das ist jetzt so, in 15 Jahren ist da so ein Rundumpaket entstanden sozusagen. Also eine ökologische Landwirtschaft gleich am Grundstück, diese wahnsinnig schönen künstlerischen Zimmer, wo man beim Zähneputzen das Meer schon beobachten kann. Das war dem Gerald ganz wichtig. Und diese tollen Wanderungen, also das hat einfach so was,
Das ist nicht einfach Wandern in einer exotischen Landschaft, sondern es ist Wandern bei Freunden mit ganz viel Beziehung, mit ganz viel Nahe an der Natur. Also da hat sich einfach was entwickelt, ein Prozess, eine Energie, die jetzt wirklich so zum Strahlen und zum Leuchten gekommen ist. Und was toll ist, seit vielen Wochen sind wir wieder ziemlich ausgebucht. Also das ist jetzt ordentlich losgegangen das wieder. Das glaube ich, ja. Weil so, wenn ich immer wieder so zur Inspiration auch im Mama-Katalog so durchlese und mir vorstelle, wo wir überall hinreisen werden, ja. Dann ist Madeira auch so wirklich diese Destination, wo ich mir dann denke, ja, mit unserem einjährigen Sohn ist das ja, möglich. Super. Ja, und, genau. Und das ist auch so, wo ich mir denke, oh, das hat so eine Kraft. Also es strahlt auch im Katalog sehr stark. Ja, genau. Diese tollen Früchte, das klasse Essen, das Wandern, die Blicke aufs Meer. Ja. Aber dann doch schon ein kräftiges Hochgebirge mit klassen Gipfeln. Also es hat so viele Aspekte. Und dann komme ich wieder durch so eine, gerade im Norden ist ja sehr feucht. Da ist fast wie im Amazonas-Urwald, manchmal mit Wasserfällen. Und also das hat schon so eine große Vielfalt. Ja. Wenn wir da jetzt vielleicht so ein bisschen zu dem Punkt auch Kraftort kommen, weil es gibt, glaube ich, für jeden Menschen so Orte, die ihm gewisse Energie geben, wo er sich sehr, sehr, sehr wohl fühlt. Und das kann man auch, oder Diamanten können das auch messen mit unterschiedlichen Hilfsmitteln. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich vielleicht auch so Kraftorte, die persönlich wechseln. Einmal hat man gern den Wald dort hinten oben und dann ist wieder gerne nur eine Wiese oder was auch immer. Das sind so diese persönlichen Orte, so erlebe ich das ein bisschen bei mir. Ja. Und ich weiß nicht, ob Sie also diese Erfahrung haben mit Kraftorten, ja, wo Sie richtig aufgehen oder wo Sie sagen, das ist genau dort. Also bei mir ist es immer, also ganz stark ist das Gefühl bei alter Vegetation, also wenn so richtig alte Bäume sind, also total kriege ich jetzt richtig Gänsehaut, wenn ich dran denke, diese unglaublich, ich glaube, sie sind 800 Jahre alt, wenn ich meine Erinnerung nicht täuscht, Bäume in Neuseeland, also so richtig uralte Bäume mit Flechten, wo man das Gefühl hat, jetzt kommt gleich der Dinosaurier um die Ecke, da wäre ich so still, also da wäre ich so still und so ehrfürchtig. Also da merke ich einfach, da bewegt sich was. Boah, da stehe ich jetzt vor einem Lebewesen, das schon so uralt ist wie eigentlich nichts Lebendes da auf unserer Erde. Und die haben schon quasi im frühen Mittelalter existiert und stehen noch immer da. Und dann eben auch in Madeira, da gibt es einige hunderte Jahre alte Lorbeerbäume. Es ist ein UNESCO-Weltkulturerbe Lorbeerwald. Und ein Teil der Vegetation eben so Richtung Norden, Feuchtigkeit mit Wasserfällen. Das ist einfach so, ja, wenn man so einer alten und sehr wenig quasi veränderten Natur gegenübertritt. Das ist schon so etwas, wo man merkt so, ui. Und ich muss ehrlich sagen, ich war dann, wie ich aus Neuseeland zurückgekommen bin oder eben aus Madeira, merkt man manchmal so unsere Fichtennutzwälder, die so aufgeforstet und alle 20, 30 Jahre wieder geerntet werden, sind eh schön, diese Wälder, aber sie haben halt eine andere Stimmung, wenn sie 30 Jahre sind, als wenn sie 500 Jahre alt sind. Also da tut sie, ist eine ganz andere Stimmung. Absolut. Das spürt man ganz intensiv. Also das ist enorm, weil wir sind ja auch erst vor eineinhalb Jahren nach Semreach gezogen und da gibt es dann natürlich auch intensive Forstwirtschaft einerseits und es sind die Wälder ganz anders. Also wenn ich da zurückdenke, oder auch in Graz, da wenn man Richtung Platte rauf, da gibt es so richtige Urwälder. Ja, so alte, schöne Laubbäume merkt man eh selber. Das ist dann was Besonderes. Steht dann eh oft Landschaftsschutz. Die besonders alt sind, die Eichen oder Linden. Ja, ja. Aber das spürt man, glaube ich. Ja. Also vielleicht auch so die Ermutigung an die Zuhörer, mal so hinauszugehen und auch
alte Bäume zu suchen und zu schauen, wie es einem damit geht. Ja, und das klingt jetzt so baumumarmen, ist mir fast unangenehm, wenn ich das so sage. Das klingt so esoterisch, aber es ist schon, sich so an einen alten Baum zu lehnen und diese alte Rinde zu beobachten und einfach so einige Zeit dort schweigend zu verbringen, da tut sich was. Also man spürt da was. Und es ist ja nicht umsonst so, diese Analogie vom Baum, dessen Wurzeln da so tief unten reingehen, verwendet man ja oft auch bei der Meditation und hat das so als inneres Bild. Und beim alten Baum geht so eine Meditation besonders gut. Nicht? Also so tief verwurzelt und stabil und die Zweige, die dann sozusagen mit dem Sauerstoff produzieren, quasi mit dem Universum verbunden sind. Das ist einfach ein schönes Bild und das kann man eben am alten Baum wirklich so ganz körperlich gut spüren. Ja. Ich glaube, das ist ein guter Tipp und ein guter Hinweis, dass vielleicht einmal wirklich auszuprobieren, wenn man es noch nicht ausprobiert hat, und da wirklich sich mal einzulassen drauf und auch die. Ja, es ist schon unterstützend. Ich meine, es sind alle Elemente, auch am Meer zu sitzen mit zu den Augen und einfach so das Rauschen zu spüren, das kennt man ja auch, ist schön. Als zweiter Kraftort vielleicht ist immer bei mir so das Element Wasser. Also ich liebe Gebirgsbäche, ich habe da so eine Mountainbike-Tour bei Deutschlandsberg rauf auf die Choralm, wo so ganz viel Wasser runterkommt und da brauche ich immer meistens eher doppelt so lang, wie die Fahrstrecke sagt, weil ich einfach Pausen mache und mir an den Bach setze und einfach so diesen Wasser. Also das Wasser, das sich immer ändert, es ist zwar der gleiche Bauch, aber jede Sekunde ist das irgendwie neu. Was ist gleich, was ist neu? Also es ändert sich ja dauernd. Es ist immer ein neues Wasser drinnen. Nicht? Also das ist ja so ein Gedankenspiel. Ja. Es war so schön, weil ich war, glaube ich, jetzt letzten Donnerstag, ja, genau, in der Heiligen Geist, klar. Ah, das ist auch schön, ja. Kurz spazieren mit unserem Sohn auch und das war unmittelbar nach dem Gewitter. Da hat es gerade abgeregnet gehabt, und dann hinein in die kleinen Sachen ein bisschen geregnet. Und es war so kraftvoll auch, das Wasser, das noch ein bisschen von oben kommt und es ist ganz frisch so durchfließt durch die Klamm. Ja, super. Also, und der Weg geht schon, weil den hat es irgendwann mal Hochwasser, da hat es die ganze Klamm ausgeräumt. Aber das ist vor ein paar Jahren, oder? Da geht schon wieder. Also sollte gut, sehr gute Schuhe. Man muss ein bisschen klettern, gell? Für Kinder ist das super, oder? Nein, das Einjährige geht noch nicht. Also der ist geschnallt. Okay. Klettern, aber für später geht es super mit Kindern dann, also wenn sie selber klettern können, sind solche Wege toll. Ja, das ist großartig. Ja. Jetzt vielleicht, weil Sie haben schon angesprochen, die Herausforderungen, die jetzt gerade auch wirtschaftlich da sind und vor allem Ihre Branche enorm erschüttert haben, sind einfach nur präsent und nachdem in diesem Podcast auch viele selbstständige Unternehmer zuhören sollen, können, werden, ist es vielleicht auch spannend zu sagen, jetzt haben Sie schon einige Tipps auch mitgegeben, was man auch so tun kann, aber was haben Sie jetzt da auch für sich mitnehmen können oder was können Sie auch anderen, die jetzt vor sehr, sehr schweren Entscheidungen auch stehen, beruflich oder privat, ganz egal, was können Sie da mitgeben, wie ist vorzugehen oder wie kann man da auch trotzdem eine Kraft draus ziehen? Ja, also bei uns ist es sehr herausfordernd. Ich bin ja an sich so der Gründertyp, der gern neue Dinge angeht und bin natürlich ununterbrochen so am Ausschau halten, wie kann sich unsere Firma verändern, welche neue Wege gehen wir. Wir haben ganz viele Österreich-Reisen neu konzipiert in dieser Corona-Zeit, die sehr, sehr erfolgreich geworden sind. Wir haben das nahe Ausland, Slowenien hat man gar nicht im Programm, inzwischen sind die Reisen dorthin ausgebucht. Also da haben wir viel Neues entwickelt. Auf der anderen Seite war es bei uns so, da ist es noch immer so, wir kennen da nicht unsere Partner in Nepal und Marokko und Madeira, das sind einfach langjährige Freundschaften. Wir haben da eine gewisse Verantwortung für die. Also, dass wir auch an die denken. Wir haben ein Spendenprojekt ins Leben gerufen, haben da selbst in den Topf eingezahlt und Aktionen machen wir immer wieder, dass da irgendwas kommt, so Charity,
Weinverkostungen und so weiter, also einfach quasi um aufmerksam zu machen und das mit Aktionen zu verbinden und haben über 100.000 Euro zusammengebracht und können jetzt wirklich quasi unseren Guide in Marokko, in Tansania, in Zentralasien da quasi ein Essensgeld immer wieder schicken, dass die Zeit jetzt nach wie vor gut überstehen, wofür ich wirklich sehr, 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 sehr dankbar bin. Und es führt schon weiter. Also es geht immer Unternehmen, ich rede jetzt und repräsentiere meine Pläne und meine Gedanken, aber weltweit wandern sind ja viele Menschen. Es sind hunderte Menschen jetzt allein von der sozusagen Angebotsseite bei uns beteiligt. Und wenn man jetzt die Gäste nimmt und die ganzen Herbergsbetreiber, sind das ja gleich tausende Menschen, die da beteiligt sind und die einfach quasi durch gute Kommunikation, durch Geschichten erzählen, durch Aktionen immer wieder einzubeziehen. Also das Team hier im Büro in Graz, dass man mit den Mitarbeitern redet. Wir haben jetzt gerade wieder gesagt, puh, jetzt haben wir 15 Monate Corona hinter uns. Es gibt jetzt Teile des Teams in Europa, die sind jetzt schon überlastet, weil so viele Buchungen kommen. Es gibt die Afrika-Abteilung und die Asien-Abteilung, die hat noch relativ wenig zu tun. Jetzt müssen wir uns wieder mal zusammensetzen, um da zu schauen, wie gleichen wir aus. Gibt Spannungen im Team, also immer wieder so wöchentlich diskutieren wir nicht alles aus, aber jetzt machen wir mal wieder eine moderierte Klausur, wo wir quasi alles, was so in dieser Corona-Zeit angesammelt wurde, mal auf den Tisch legen mit einem Moderator. Das bringt immer total viel. Okay, das hört sich großartig an. Und auch immer so quasi eben mit den eigenen Kunden zu arbeiten, dorthin zu hören, mit den eigenen sozusagen Lieferanten zu arbeiten. Bei uns sind das eben die Guides in Nepal. Wir haben, da hat die Corona-Zeit eigentlich unglaublich viel gebracht. Wir hatten vorher schon so Kurse, wo ich hingefahren bin oder wir Trainer geschickt haben oder wir haben uns manchmal auch in Österreich getroffen mit den wichtigsten Partnern. Jetzt über Zoom machen wir das eigentlich fast monatlich, dass wir uns zusammensetzen. Wir haben jetzt auch eine Coaching-Gruppe, How to Cope the Crisis, also wie kann man die Krise sozusagen überstehen oder die Herausforderungen entgegentreten. Ja, solche Dinge, also quasi als Unternehmen in der Krise die Kommunikation aufrecht zu erhalten. Und die Kommunikation auch wirklich als Schlüssel, um die Chancen herauszuziehen oder die Möglichkeiten. Und die Ideen sind ja nicht, also wie gesagt, sicher, ich bin der Gründer, ich rede gerne übers Wandern und über mein Unternehmen, aber es entstehen ja an vielen Orten Ideen oder neue Blicke, dass man da immer wieder zuhört und schaut und quasi so Rahmen schafft. Also im Tagesgeschäft, ich kann nicht jeden Tag immer mit allen alles diskutieren, das geht nicht. Aber dass man quasi sagt, einmal im Monat setzen wir uns mit dem Partner zusammen für 1,5-2 Stunden. Dann gibt es einmal alle halben Jahre eine Klausur, dass man so Bühnen schafft, wo quasi gute Kommunikation möglich ist. Und das bringt unglaublich viel, ja. Vor allem, wenn dann, so wie Sie sagen, das auch moderiert wird und wenn auch diese Punkte irgendwie mitgenommen und ja, genau. Also da gehört schon auch Profi-Begleitung dazu. Das schätze ich sehr. Die Gabe eines guten Moderatoren oder einer Moderatorin, die Dinge zusammenfasst und auch so, wie Sie sagen, auch oft leere Kilometer verhindern hilft. Es gibt dann Leute, die reden vielleicht ein bisschen zu lang und die anderen interessiert es nicht. Aber mit einer guten Moderation geht es einfach, werden auch die Leiseren gefordert, einen Beitrag zu leisten. Ja. Und das ist eigentlich ein guter Schlüssel. Das kann ich jedem nur raten. Also und um wieder die Kurve zu machen, also meine persönlichen Krisen und Herausforderungen merke ich, brauche so 2-3 Mal in der Woche in die Natur zu gehen. Wenn ich das nicht mache, dann wäre ich in dieser
schwierigen Zeit, da fangen an, Gedanken zu kreisen. Gerade wenn es so herausfordernd ist, wirtschaftlich, von der Produktpalette rausgehen, den Kopf frei zu kriegen und dann wieder hineinzusteigen in den Ring oder in die, das ist ein komisches Bild, aber in die Arena hineinzusteigen. Ja, genau. Aber man braucht schon Kräfte dafür. Und wenn man sich so einen Kreis dreht, dann hat es einfach, macht es nicht so viel Sinn. Also das rate ich jedem, einfach auslüften, rauszugehen, gute Möglichkeiten zur Kommunikation zu schaffen. Das ist, glaube ich, schon ein ziemlicher Schlüssel. Das hört sich sehr gut an und ich glaube, das ist auch sehr hilfreich, das von einem, soll ich sagen, Profi auch zu hören, also eben im Unternehmersein, dass Kommunikation wirklich ein Schlüssel sein kann, so das Miteinanderreden, da sich ein Profi dazu und auf der anderen Seite für sich auf sich selbst auch nicht vergessen, weil ich kann mit allen möglichen reden, aber wenn ich dann mich nur mehr leer so fühle oder ausgepowert bin, das hat gar keinen Sinn. Was soll das dann für ein Sinn geben? Ja, und auch, also was ich gelernt habe, ist, in unserer Firma gibt es viele Qualitäten, die meine übertreffen. Das heißt sozusagen so, wenn man jetzt eine Firma führt oder das Konzept so aufstellt, dass man so unterschiedliche Qualitäten versammelt. Also soziale Komponente, gibt es Menschen, die sind ein bisschen besser als ich in der Firma. Und da ist es besser, wenn die solche Feste organisieren oder wenn man die machen lässt. Die machen das gerne. Und viel besser. Oder Organisation und Buchhaltung, das ist eh klassisch, aber dass man irgendwie schaut, dass man breit aufgestellt ist und nicht immer alles selber macht. Also ich habe es lieber, es macht jemand, dem das noch mehr Anliegen ist, als ich muss das alles selber machen und macht das eh nicht mehr richtig gut. Also so ein breit aufgestelltes Team mit unterschiedlichen Qualitäten. Und wir haben ja gerade vorher geredet, das reibt manchmal und Reibung ist gut, haben wir beide festgestellt. Auch das gehört dazu. Aber da kommen wir wieder zurück zur Moderation. Das braucht es dann halt manchmal, dass man ein Sechs-Augen-Gespräch führt und nicht nur vier. Ja. Also am Reibungspunkt dann auch entsprechend sich rüsten. Genau, wir arbeiten mit Schiedsrichter. Ja, wunderschön. Also ich glaube, wir sind da relativ auch jetzt schon am Ende an einem guten Punkt angekommen. Es sind sehr, sehr, sehr viele wichtige Informationen auch gefallen und ich glaube, dass da für jeden ein bisschen was dabei war. Vielleicht, Herr Lade, vielleicht haben Sie auch noch etwas, was Sie unbedingt auch mitgeben wollen für die Zukunft, auch wie man sich so selbst noch weiter stärken kann, jetzt da, wenn man in die Natur geht oder wenn man auch vielleicht im Mindset so einen gewissen Schlüsselreiz für sich selbst setzt oder in der täglichen Routine so vielleicht nur ein Zahl dazu gibt von dem, was Sie vielleicht so erfahren. Ja, also das ist etwas, was ich durch Corona noch mehr selber gelernt habe, so dieses im Hier und Jetzt zu sein. Die Zukunft ist eh derzeit, gerade in der Reisebranche, so unplanbar und so unsicher, das hat gar keinen Sinn, sich so große Schlösser in der Zukunft zu bauen und die Gedanken drumherum kreisen zu lassen. Also so dieses, wie geht's mir jetzt? Wo stehe ich jetzt? Also so dieses im Hier und Jetzt zu sein, sich dort immer wieder zu verankern. Natürlich muss man planen und ich muss jetzt das Reiseprogramm für 2022 jetzt schon quasi anfangen zu machen, Mitte 2021 natürlich. Aber immer wieder so Inseln von hier, jetzt, das klingt so banal, aber es ist einfach so wichtig und eine gewisse Übung, also eine gewisse Routine, dass man mehrmal am Tag einen Spaziergang einmal macht, dann wieder einige Atemzüge, also so Inseln von Natur, von hier und jetzt sein, von Atmen, immer wieder kurze Pausen, dass man zu sich kommt und das ist so eine Kraftquelle. Dass man sich selbst wieder spüren lernt dazwischen. Genau, weil man fliegt dann so auch in positiven Gedanken. Nicht? Also wenn gerade so ein Rausch ist und es funktioniert alles gut, man hebt den Kopf dann ab und ist so weit weg von seinem Körper. Also das Zukommen, das erdet dann gut. Oh, das ist sehr wertvoll, Dankeschön. Gerne.
Ja, dann würde ich sagen, vielen, vielen herzlichen Dank für das wundervolle Interview mit Ihnen. Na, das hat echt Spaß gemacht, weil es ist auch für mich, hängt immer vom Gegenüber ab und es war eine spannende Zeit. Danke. Danke, danke, danke. Und alles Gute für das weitere unternehmerische Tun, für die weiteren Wanderungen, die persönlichen. Und ich freue mich, wenn wir uns ja wieder mal hören. Ja, ich freue mich auch, ja. Danke. Dankeschön. Dankeschön. Ich hoffe, du hattest sehr, sehr viel Freude mit der heutigen Folge. Du konntest einiges für dich mitnehmen. Wie gesagt, lass gerne deine Gedanken da auf Instagram, mmprinspirations.martinasattler.com oder auch direkt in den Kommentaren zur Folge auf der Website. Ich freue mich über den Austausch. Ich freue mich auch über deine Tools kennenzulernen, die du nutzt, um dich mit deiner Kraft zu verbinden. Nutze die Möglichkeit des Austausches. Es ist einfach wertvoll für alle Beteiligten. Und so sind wir am Ende der Folge. Ich weiß, schreib mir auch gerne deine Rezension. Und wie du weißt, in 13 Tagen hören wir uns wieder. Bis dann, werde dir deine Kraft bewusst. Alles Liebe, deine Martina.